Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry 3. Wie versprochen bin ich jetzt hier, hab ein bisschen Money mitgebracht, werde jetzt mit euch einkaufen. Eigentlich, ach scheiße, ich wollte es anders machen, egal. Ja, ich habe nämlich eben Sterne eingesammelt, wollte so tun, als hätte ich mir nur einen Stern gekauft, egal. Jetzt habe ich es wieder versaut. Sound, so. Ja, ich habe, wie oft habe ich das gemacht? Ich glaube zwei oder dreimal. Gucken wir mal. Auf jeden Fall einen großen, noch einen großen. Ach doch, das ist ja super, ist das? Ja. Da habe ich ja dann doch noch eine Menge übrig, ne? Ich würde sagen, fünf sollten auf jeden Fall reichen. Und dann packe ich mir eine ein. Nö. Ich würde sagen, wir lassen das so. Des Weiteren werde ich den. Oh verdammt, ich war zu nah dran. Des Weiteren werde ich den Trickser drin lassen. Das hat folgenden Grund, und zwar, ich habe ja übrigens, muss ich mich korrigieren, oben habe ich gesagt, dass die Perle dafür steht, wie oft wir durchgespielt haben. Ich glaube, dass die Perle dafür steht, auf welchem Level unsere Fähigkeit ist. Oh verdammt. Weil mir ist nämlich aufgefallen, je nachdem welchen Skill wir drin haben, welchen Stil, ändert sich die Perlenfarbe oder die Kugelfarbe, was auch immer. Und das war wahrscheinlich nur Zufall, so nach dem Motto, ich habe einmal durchgespielt und war dann stilmäßig Level 2. Ich hoffe, dass wir stilmäßig noch auf Level 3 kommen, weil auf Level 3 ist das nämlich, glaube ich, so bei der Sache, dass wir uns teleportieren können. Das heißt, wenn ich einen Gegner so anvisiere und Kreis drücke, da kann ich mich direkt hin teleportieren. Das ist das, was der gute Virgil schon von Hause aus kann, und das wäre ziemlich geil. Der Schwertmeister ist natürlich auch cool, aber so teleportieren wäre an sich schon ziemlich geil. Auf alle Fälle würde ich mal sagen, gehen wir jetzt hier rein. Ich habe ja, wie gesagt, die Mission jetzt nochmal bis dahin gespielt. Wir werden ja sehen, wie mein Skill ist. Wie meine Bewertung dann letztendlich ist. Und passt mal auf, kennt ihr den hier? Nein, jetzt habe ich es versaut. Ah, wieso kriege ich das jetzt nicht mehr hin? Anscheinend habe ich es doch noch. Vielleicht brauche ich auch einen Gegner. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich jetzt mittlerweile den Skill von alleine hinkriege, den Gum-Gum-Skill, aber okay. Wir schauen jetzt einfach mal, dass wir den hier penetrieren können. Das wäre ziemlich nice. Ja. By the way, natürlich neuer Aufnahmetag und so. Ich bin schon derbe überrascht, dass das Spiel wirklich, also. Ich habe jetzt noch keine Folge bearbeitet oder so, aber ich habe mir natürlich, ich habe ja die Fraps-Dateien. Und scheiße, Sound zu laut. Sound zu laut. Dolby Surround, Mann. Ich bin überrascht, dass das Game wirklich, also von den drei Devil May Cry Spielen, also an sich sieht das Game ja sowieso besser aus als der zweite, weil er kam ja auch danach und so weiter und so fort. Aber an sich auch, weil es eben halt keine ISO ist, und das finde ich schon sehr geil. Habe ich kein Autofire? Nee, Autofire gibt es nur auf dem Leichtmodus. Kann man, glaube ich, auch einstellen. Haben wir hier leider nicht. Das heißt, ich muss auf die Viereck-Taste eindreschen. Dreschi, dreschi. Komm, wir packen das. Ja, und ja, ich verstehe nicht, wieso bei denen der Kopf nicht abfällt. Das hängt wahrscheinlich wirklich damit zusammen, wie ich den Schaden verteile. Weil das, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn der nur noch einen Kopf hat und nicht drei. Deswegen werde ich jetzt mal wahrscheinlich mein Feuer auf eines der Köpfe konzentrieren, weil im Endeffekt macht es ja doch nicht mehr Schaden. Ich dachte, ich muss ihn erst auftauen, aber bringt ja anscheinend doch nicht so viel. Ah, komm schon. Nein, wieso. Nein. Also, wieso zieht sie jetzt eigentlich aufs Bein? Ich habe doch gar nicht die R1-Taste losgelassen, die Ziel-Taste, verdammt. Egal. Hauptsache, ich zieh dem Kerl mal irgendwie hier ein bisschen was ab, ne? Button-Smashing. Alter, der hält aber auch was aus. Und das ist das, was ich meine. Wie gesagt, sonst habe ich, bei leicht habe ich immer, keine Ahnung, bis ich die Dämonengestalt hatte und so, dann ist das alles viel einfacher. Ist ja logisch, dann ist man ja wirklich schon OVP hier. Theoretisch könnte ich mir auch so viel Geld anschaffen, dass ich genug Weihwasser habe. So, wie war das jetzt? Ich habe wieder auf die Map gedrückt, ne? Oh, was habe ich mit Map die Karte heute? Das ist ja. Oder generell in diesem Spiel. Ja. Fress mal einen großen hier. Und dann
Gucken wir mal. Also beim letzten Mal haben wir ja einen großen und einen kleinen verschwendet. Also dürfte das dementsprechend hinhauen, wenn ich mich jetzt nicht so doof anstelle. Hier könnte ich vielleicht mal direkt angreifen. Zieht aber auch nicht wirklich viel mehr ab. Also da habe ich ein bisschen mehr erwartet vom vom Nahkampf. Aber es kann auch, wie gesagt, daran liegen, dass meine Pistole schon Level 2 ist und mein Schwert da. Ja. Leider in die falsche Richtung gehauen. Leider. Diese Attacke erinnert mich immer so derb an die Gum-Gum-Kalaschen, die Kopf von Ruffy. Das ist so unglaublich. Und das Krasseste ist, die ist bestimmt dreimal stärker als aus dem ersten Teil. Also wenn man da wirklich auf die Dreiecktaste rauf basht, dann geht die Attacke erstmal so 40 Sekunden oder so. Schon richtig übel. Und den Steel-Counter erhöht das auch deftig. Also da kriegst du schnell mal... Da kriegst du schnell mal einen S-Rang für den Scheiß. Ich glaube, der ist jetzt... Ist der? Nein. Ich dachte gerade, da wäre ein Kopf ab. Aber leider nicht. Wir haben ihn noch nicht geköpft. Noch nicht einmal. Oh Mann, komm schon. Komm schon. Fall. Sterb. Mach Sitz. Was auch immer. Jetzt ist er wieder sich in Eis gehüllt. Was auch immer ihn das bringt. Doch, jetzt ist der erste. Der erste Kopf ist ab, oder? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Nein, der erste Kopf ist ab. Schön. Schön sieht er aus. Komm schon. Ja, genau, also... Level 2 des Tricksters ist dann so, dass wir zweimal hintereinander dieses Ausweichmanöver einsetzen können. Und bei Level 3 können wir uns dann eben porten und das ist ziemlich geil. Dafür habe ich Virgil immer so... Oh, ist jetzt ein Witz, oder? Alter, ich hab glaube ich noch 0,001 HP, wie mir das scheint. Ich habe Trotzkopf drin, wie bei Kingdom Hearts. Dafür habe ich Virgil immer beneidet, dass er diesen scheiß dieses scheiß Portmanöver da konnte. Das war richtig genial. So, jetzt hat er nur noch einen Kopf. Und dann wir waren doch beim letzten Versuch waren wir genau an der Stelle und der hatte noch alle drei Köpfe. Also, ich weiß nicht, was ich jetzt anders getan habe, aber das bringt's nicht. Das bringt's einfach nicht. Komm schon, fall. Get down, bitch. Get down. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als Cheat betrachten, dass ich hier so viel gesammelt habe. Das ist einfach eine kleine Hilfestellung. Ich meine, dafür ist die Kacke da. Deswegen kann man wahrscheinlich auch noch Missionen mehrmals begehen und so. Sehe ich jetzt alles nicht so eng. Und das ist, glaube ich, auch nur der Gegner hier. Also ich glaube nicht, dass wir bei den anderen dann mehr Schwierigkeiten haben. Es ist halt auch eine fucking Höhle. Die ist fucking groß und was... Alter, stopp! Who knows? I'm not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing. Ist ja nett von ihm. Cerberus oder Kerberus, ich glaube es heißt Cerberus. Eine Waffe aus drei verschlungenen Stangen. Ja, verschlungene Stangen. Durchdrungen von der Elementkraft des Eises. Ja, ist auf alle Fälle. Und jetzt können wir natürlich... Moment, ich wollte nicht zu weit gehen, weil da gleich eine Cutscene kommt. Jetzt können wir natürlich erstmal schön hier... irgendwelche abgefuckten Kombos hier machen, die absolut überhaupt gar keinen Sinn machen, aber hey. Ja. Ist jetzt aber trotzdem nicht meine Lieblingswaffe. Aber vielleicht wird sie es ja in dem LP. Das, ja. Wir erinnern uns mal an den Raketenwerfer, ne? Are you going to the party? What's the hurry? Didn't you get an invitation?
getting better and better. Wie es einfach mal nur immer wieder over the top ist. Genial. Okay. Augen, ja gut, war jetzt nicht unbedingt so der Burner, aber kriegen wir zum Glück einen Boss-Bonus. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob das so war mit der konnte Memory Card nicht erkennen. Ich glaube, da stand die ganze Zeit, also ich habe dann auch im Nachhinein, als ich das Video beendet habe und gefarmt habe, habe ich die ganze Zeit die Memory Card rein und raus gesteckt und immer stand da irgendein Text, aber dabei stand die ganze Zeit da, kein Devil May Cry Spielstand drauf. Ich dachte, da steht die ganze Zeit, er konnte nicht erkannt werden. Und ich habe mich in Bären gewundert. Auf alle Fälle sind wir schon kaum zu glauben bei 2,5 Stunden. Natürlich LP gesehen ist es jetzt, glaube ich, eine Stunde. Hier seht ihr übrigens auch das schicke Datum, weil ich das Ganze aufgenommen habe. Oh crap, jetzt haben sie mich erwischt. Okay, Zeit haben wir noch ein bisschen. Machen wir mal weiter hier. Looks like we have an uninvited guest. Is that so? A human. A woman. I'm afraid I should ask the uninvited one to leave. That is what you want. Actually, I happen to be acquainted with that woman. Storm is approaching. Nur so ein kleiner Tipp von euch, für euch, von mir, für euch. Behaltet den Typen im Auge. Behaltet diesen Typen bitte einfach mal im Auge. Mehr sage ich dazu nicht. Ausrüstung. Gucken wir einfach mal, was wir hier so Tolles können. Mit Cerberus. Achso, genau. Wir haben ja zwei Waffen. Ich wollte jetzt eigentlich auf die Skills gucken. Genau, Aktion. Revolver Level 2. Details. Eine verbesserte und noch schnellere Variante des Revolvers. R1 drücken, linken Analogstick nach vorne bewegen und bim bim bim. Okay. Windmühle. Wirbeln Sie die Nunchakus herum wie ein Propeller, um den Gegner blitzschnell zu bearbeiten. R1, links. Oh, was man wieder alles für dieses Spiel lernen muss, so unglaublich. Ja. Schusswaffen. Klar, Schrotflinte. Auch sehr interessant, dass die Schrotflinte für Level 1 so viel braucht wie, naja, das ist ja klar, die hat ja mehr Wumms, wobei. Schrotflinte ist eben halt gut für den Nahkampf und die halt für den Fernkampf. Deswegen, whatever, I don't care. Ich hatte Level 2, ne? Ja, genau. Schrot ist jetzt nicht unbedingt so hier mein Fall, glaube ich. Ja, wie lange dauert das hier eigentlich noch? Wir haben ja, ein bisschen über ein Drittel, würde ich sagen, ne? Steht auch leider nicht, was dann bei Level 2 passiert. Genau, wenn ich jetzt... Ja, genau. Da hat man es gerade gesehen. Wo war das jetzt? Hier. Die Farbe verändert sich echt. Das ist wirklich interessant. Bleiben wir mal da drauf. Und hoffen, dass wir dann bald so schnell wie möglich Level 2 kriegen. Ja. Fangen wir noch an? Ja, komm, machen wir mal. Die paar Minuten da noch. Das Gebäude wiederum erinnert mich ein bisschen an die Burg aus dem ersten Teil. Weiß auch nicht warum. Die haben es irgendwie mit solchen Gebäuden. Da kann man sich, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so den Anschein macht, ein bisschen verlaufen. Es ist eigentlich ziemlich simpel, aber wenn man muss sich wirklich halt merken, welche Tür das ist, wo man hin muss und dann passt das schon. Also man kann das Ganze hier wieder die Mission in 10 Minuten abschließen.
Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich hier zwei, dreimal gespielt habe und dann einfach mal nicht mehr wusste, welche Tür das jetzt war. Und dann bin ich hier wie so ein Bescheuerter langgelaufen. Eine Stunde oder so. Da fängt schon an. Die Tür war doch hier, oder? Genau, nein. Das Feuer, da kann ich noch nicht hin. Das ist eine verschlossene Tür, auf alle Fälle. Da muss ich noch nicht hin. Das ist jetzt wieder doof. Da, hier, die Tür, genau. Gehen wir mal rein hier. Und nein, da geht's nicht lang. Let's try our new weapon! Ach genau, oh, jetzt muss ich wieder die richtige Taste, genau. Bibliothek nicht. Gegner Teufelswaffen. Und zwar würde ich mich gerne mal hier umgucken. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht getan. Ja, der hat nämlich auch eine Watt auf dem Kasten hier. Dreieck. Ja, das ist ja klar. Das kriege ich ja noch gerade so hin. Dreieck. Pause, Dreieck. Es ist wieder sehr viel mit Pause und so. Swing. In der Luft. Revolver, das hatten wir ja vorhin, glaube ich, irgendwie. Genau. Den kriege ich auch noch so hin, ohne nachzudenken. Satelliten. Ah, genau, die Attacke ist cool. Schleudern Sie Ihre Nunchakus in die Luft und schaden Sie so allen Gegnern in der Nähe. Während einer Stufe. Ach so, das ist dann wahrscheinlich genau dasselbe wie mit dem Penetrator. Also wieder eine Attacke, die ich wahrscheinlich niemals auf die Reihe kriegen werde. So. Ich krieg's nicht hin. Ah, auf jeden Fall habe ich schon meine Satelliten in your fucking face. Okay. So, jetzt muss ich halt gucken, dass ich die. Jawohl, das war doch schön. Man kann so viel Bullshit mit den Waffen machen und so viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Das ist schon echt krass. So, was haben wir hier? Genau, ja klar, das ist ja wieder hier simpler Scheiß, Schalterrätsel, eine neue Gegnerart. Ach genau, was ich ansprechen wollte, das war es nämlich, was ich mir vorgenommen habe anzusprechen. Devil May Cry 3 ist meiner Meinung nach ein bisschen hektischer, also jetzt nicht böse gemeint, also hektisch im guten Sinne, also ein bisschen flotter als Devil May Cry 4 meiner Meinung nach. Devil May Cry 4 hat zwar bessere Grafik, aber ich finde, das haut hier ein bisschen mehr rein. Auch wenn Dante, wie gesagt, in Teil 4 keine Stilgrenzen mehr hat, das heißt, er kann alle 4 Stils auf einmal einsetzen. Nee, es gibt sogar 5 Stils. Die sind im vierten Teil gehen sie dann ein bisschen mehr auf Taktik. Also wir haben hier natürlich auch Gegner, die bei denen muss man halt ein bisschen aufpassen, wie man die angeht. Aber es hält sich noch im Zaun, sage ich jetzt mal. Und im vierten Teil ist es dann echt so, dass du für fast jede Gegnerart eine eigene Taktik brauchst. Also keine Ahnung, was weiß ich. Also zum Beispiel ein Gegner, den musst du erstmal dreimal mit einer aufgeladenen Pistole angreifen, bevor du ihn sonst da wie schaden kannst, weil er eine Barrikade hat und so weiter. Oder dreimal in die Luft wirken und so. Das ist dann meiner Meinung nach wieder ein bisschen viel, weil beim Hack and Slay möchte ich eigentlich, keine Ahnung, Gegnerhorden zerstören ohne. Das heißt, klingt wieder ein bisschen primitiv, wenn ich jetzt sage, ohne viel nachzudenken. Ist an sich schon hier der Teil, der ist schon, da muss man sich schon einige Tastenkombinationen merken. Also ist einfach, für mich dann schon wieder, also es ist genial, dass sie das hinkriegen. Was? Den Wesen mit dem Wind kommt der Gewitter vielleicht durch die Seele aus Stahl. Hä? Muss ich vielleicht erstmal die Gegner penetrieren? Es ist wirklich cool, dass die Gegner hier und so und dass man da so taktisch rangehen muss, aber für mich persönlich, es ist wieder so eine für mich persönliche Aussage. Für mich persönlich ist es dann schon wieder zu viel. Weshalb ich den vierten Teil wahrscheinlich auch nicht so gut finde wie den dritten. Das wird es dann wahrscheinlich sein. Ach so, klar, ich glaube, ich muss da erst wieder so ein Dreizack oder so reinpfeffern. Wow. Dann würde ich aber mal sagen, Leute, das war's heute mit Let's Play Devil May Cry 3. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. See ya.